Medienberichten zufolge steht Louis van Gaal nicht für eine Rückkehr zum krisengebeutelten Traditionsklub Ajax Amsterdam zur Verfügung. Der 72-Jährige ist an Prostatakrebs erkrankt und musste sich kürzlich einer erneuten Operation unterziehen. Dem niederländischen öffentlich-rechtlichen Sender ENOS sagte er, meine Gesundheit geht vor. Demnach könne er sich nicht mehr vorstellen, Trainer eines Vereins zu sein. Der ehemalige Bayern-Coach war von September 1991 bis Juni 1997 Trainer bei Ajax. Im November 2003 arbeitete er für ein knappes Jahr als technischer Direktor bei dem Verein. Insgesamt trainierte Van Gaal dreimal die Auswahl der Niederlande. Am Sonntag hatte sich Ajax von dem früheren Bundesliga-Manager Sven Mislintat nach nur 4 Monaten als Fußballdirektor getrennt. Das Spiel zwischen Ajax Amsterdam und Feyenoord Rotterdam an diesem Tag musste wegen des wiederholten Abbrennens von Pyrotechnik abgebrochen werden.